Wir machen heute ein paar Marzipankartoffeln im Low-Carb-Bereich. Natürlich ist dieses Video auch mit normalem Zucker herzustellen. Ihr werdet zu Anfang sehen, wie ich Marzipan selber mache und daraus dann Marzipankartoffeln herstelle. Für unser selbstgemachtes Marzipan benötigen wir Zucker. In diesem Fall ist es hier Erythritzucker, also kein richtiger Zucker. Die Verfahrensweise würde mit richtigem Zucker genauso sein. Das heißt, wir mahlen als erstes unsere Zutaten. Umso feiner ihr die mahlt, umso feiner ist nachher euer Ergebnis. Den gebe ich jetzt hier schon mal in die Pfanne. Als nächstes mahle ich hier gehackte Mandeln. Man könnte rein theoretisch auch Mandelmehl nehmen, aber Mandelmehl ist oft entölt und gerade dieses Öl benötigen wir. Auch diese extrem fein mahlen. Beim Mahlen werdet ihr feststellen, dass ich eventuell unten was ein bisschen was absetzt bei der Mühle, weil es fängt schon an miteinander zu verkleben. Ihr seht schon, die Mühle tut sich schon ein bisschen schwer, weil natürlich anfängt dieses Mandelmehl unten zu verkleben. Ich habe hier noch einen zweiten Aufsatz, da ist nur ein einfaches Messer drin, im Gegensatz zu diesem doppelten Messer. Damit werde ich jetzt auch noch ein paar Umdrehungen machen. Das ist übrigens das, was ich meinte vorhin mit dem unten, mit dem Verkleben. Ja, einfach ruhig mit rausnehmen. So, wenn das jetzt richtig fein ist, das Mandelmehl auch in die Pfanne geben. Ich werde jetzt noch die zweite Portion mahlen, genauso wie die erste. Und diese dann auch in die Pfanne geben. Als nächstes werden wir es rösten. Vorher gebe ich aber noch ein bisschen Rosenwasser oder normales Wasser oder in dem Fall hier ein bisschen Rum dazu. Dient ausschließlich dem Geschmack der Rum. Ansonsten, wie gesagt, nimmt so 2 Teelöffel normales Wasser. Und jetzt wird langsam geröstet. Ihr werdet sehen, es wirkt sich, sobald es eine vernünftige Temperatur hat, wirkt sich das jetzt mehr oder weniger alles verbinden. So, seht ihr schon, wie es anfängt zu klumpen? Macht die Pfanne nicht zu heiß, weil es darf auf keinen Fall anbrennen. So, und auch nicht zu lange, weil irgendwann wird anfangen, denn dieses Mandelöl auszutreten und ihr kriegt nachher keine vernünftige glatte Konsistenz mehr hin. Hat jetzt hier vielleicht maximal 50 Grad. So, das reicht schon. Und zum Schluss einfach nochmal mit der Hand gut durchkneten. Wie gesagt, aber auch nicht zu lange. Weil ihr merkt hier schon, es tritt schon Öl aus. Das ist dann schon ein Zeichen, dass es also dicke Hut ist. Der nächste Schritt für unsere Marzipankartoffeln. Ich forme mir einfach meine kleinen Kügelchen. Größe müsst ihr entscheiden. Nachdem wir die jetzt gerollt haben,
sind hier immer noch so leicht warm. Jetzt lassen wir die abkühlen. Das hat zu einem den Sinn, dass die Schokolade dann besser dran haftet und sie auch so ein bisschen antrocknen, was nicht verkehrt ist. Was relativ, aber relativ zügig geht, weil die ja noch ein bisschen warm sind. Löse ich mir schon ein bisschen Schokolade auf. Natürlich Low-Carb-Schokolade. Wenn man Low-Carb-Marzipan-Kartoffeln machen möchte, ansonsten würde normale Kuvertüre natürlich auch gehen. Meine Marzipan-Kartoffeln oder meine Marzipan-Kugeln sind jetzt schon abgekühlt. Der Kessel ist jetzt noch ein bisschen, ich will nicht sagen dreckig, da sind jetzt Schokoladenreste von der vorigen Portion drin. Jetzt machen wir Folgendes. Wir geben von der Schokolade hier ein bisschen was rein und drehen die dann immer so. Wichtig, weil wenn ihr die nicht dreht, kleben die aneinander. Rein theoretisch, wer jetzt keine Schokolade außen drum haben möchte, kann auch gleich so ein bisschen Kakaopulver, hier Kakao rüberkippen. Wird aber nicht so schön, aus dem einfachen Grund, weil durch die verdunsten ja jetzt immer Feuchtigkeit, die Marzipankartoffeln oder das Marzipan. Das heißt, die werden dann 3-4 Tagen hart. Habt ihr Schokolade außenrum, auch wenn es nur ganz, ganz wenig ist, sind die damit mehr oder weniger versiegelt. Also es ist die bessere Methode, weil die einfach länger frisch bleiben. So, einfach ein bisschen Schokolade oben rüber. Muss nicht viel sein. Ihr habt gesehen, das machen nur so 2 kleine Stücken. Und jetzt immer drehen. Ihr werdet sehen, dass die mit der Zeit so ziemlich alle mit Schokolade benetzt sind. Und jetzt drehen wir die so lange, bis die mehr oder weniger fest werden. Und kurz vorm Festwerden werden wir so ein bisschen Kakao rübergeben. Weil dann werden die noch dunkler. Wenn ihr jetzt natürlich so hell haben müsste wie hier, der lässt sie einfach so. So, die werden jetzt schon am Anziehen. Jetzt gebe ich so ein bisschen Kakaopulver rüber und drehe die nochmal. Ihr seht, die sind schon wesentlich dunkler geworden. Das kann man natürlich jetzt nochmal wiederholen. Und jetzt ruhig immer drehen, wirklich so lange, bis die richtig fest sind. Oder bis die Schokolade außenrum richtig fest ist. Wenn ihr jetzt zu früh rausnehmt, dann kleben die aneinander. So, und wenn ihr jetzt Schokolade am Kessel dran habt, so wie hier, kann man Folgendes machen. Wir nehmen unsere Marzipankartoffeln raus. Und bei der nächsten Portion taucht ihr den Kessel einfach kurz hier ins warme Wasser und ihr seht, augenblicklich fängt die an unten zu schmelzen. Und dann könnt ihr praktisch eure nächsten einfach drin rumdrehen. Der nächste Schritt wäre, jetzt kann man die Marzipankartoffeln noch so einritzen, dass sie aussehen wie eine aufgeplatzte Kartoffel, was allerdings den Nachteil hat, dadurch, dass wir hier jetzt wieder die Oberfläche verletzen, fangen sie auch da wieder an auszutrocknen. Wenn sie jetzt noch so ein bisschen aneinander kleben sollten, einfach nochmal Kakao rauf und nochmal durchschwenken. Hier jetzt meine fertigen Marzipankartoffeln, die ich ja mit ein bisschen Rum aromatisiert habe. Natürlich kann man auch Vanillegeschmack zusetzen, Orangengeschmack, ist vollkommen Wurst. Ihr könnt sie natürlich auch normal lassen, also neutral. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Anregungen haben oder Fragen, einfach in den Kommentaren posten. Ich werde zusehen, dass ich es dann möglichst bald für euch umsetzen kann. Danke sehr.